So. Ein N. Ein griechischer Buchstabe. Okay. Was ist ein N? Da. N. Ich möchte ein N. Mir fehlen Informationen. Dir kann gar nichts fehlen. Eine Liste mit den Wappen der amerikanischen Universitäten. Hier. Ein griechischer. Da ist er doch, Mann. Willst du mich verarschen? So. Ich habe jetzt angehört. Okay. Das ist ein N. Ein griechischer Buchstabe. Aber ein großes. Nu, okay. N. Warum ist das hier nicht herbei? Ich das sagen? Eine Liste mit den Wappen der amerikanischen Universitäten. Die. N. Mir fehlen. Wovon fehlen? Mir fehlen. Warum fehlen Informationen? Bist du scheiße oder so? Mir fehlen. Was fehlt dir denn? Was fehlt dir, Gottverdammt? Ich gehe jetzt hier nochmal alles durch. Was fehlt dir? Was sollen wir als nächstes? Ja, hilf mir doch, du Pisser. Mann. Ganz ehrlich. Da fragt man den schon mal, wenn man Hilfe braucht. Was soll man als nächstes tun? Hier habe ich alles. Hier ist auch alles weg. Ach, hier haben wir noch. Machen Sie sich Notizen, Watts. Wir kommen überhaupt nicht weit. Habe ich jetzt alles? Okay, jetzt diese ja. Notiz muss Richter Beckett sehr wichtig sein. Okay. So. Ein Grieche. Ey. Ich hab einmal gedrückt. Nu. Ein N. N. U. U. N. U.
Eine Liste mit den Wappen der amerikanischen Universität. Diese Notiz. Mir fehlen. Dir fehlt ein Arschtritt, das fehlt dir. Gucke ich mir das nochmal an. Ist ein N. Ein griechischer. Dann hier. Das hilft mir gar nicht. Auf jeden Fall was mit N. Okay, komm. Eine Liste mit den Wappen der amerikanischen Universitäten. Diese Notiz. Okay, das war doch ganz richtig, okay. Gut. Was sollen wir jetzt machen? Okay. So. Wie soll ich da ein Set hinkriegen? Dass sich da gar nicht bewegt. N. Soll sich doch nur bewegen. So. Z und krieg ich das hin? Okay. So. Schatz. Gut gemacht, Holmes. Yay. Unglaublich. Massenweise Akten. Holmes, diese Aufzeichnungen, Karten, Berichte, sie sind alle über Sie. Scheint so. Ihre gesamte Laufbahn ist hier dokumentiert, Fall für Fall, sehen Sie. Ein detaillierter Bericht über Ihre Ermittlungen in Whitechapel im Zuge des Falls Jack the Ripper. Und hier, Ihr Verhältnis zu einem gewissen A. Lupin.
Und hier Einzelheiten zu ihren Methoden, sowie Aufzeichnungen zu ihrer Kommunikation mit den gewalttätigsten, mächtigsten Verbrechern. Mein Gott! Sehen Sie sich nur die Beschriftung der Akten an. Betrug, Verschleierung, Korruption, Fälschung, Mord. Was hat das alles zu bedeuten? Leise. Ich muss mich konzentrieren. Konzentrieren? Dieser Richter hat einen tadellosen Ruf und gilt als der ehrenhafteste Richter im gesamten Königreich. Und dieser Mann hat einen überwältigenden Stapel so hoch wie der Big Ben mit Dokumenten über Sie angehäuft. Und Sie reden hier von Konzentrieren? Wozu? Weil Sie den Tresor öffnen wollen? Ruhe. Holmes, antworten Sie mir. Was sind die wahren Gründe für unsere Anwesenheit hier? Wussten Sie schon im Vorfeld, was wir hier finden werden? Sieht ganz so aus. Das ist also der Grund für diesen Einbruch. Sie interessieren sich nur für den Inhalt des Tresors. Alles andere war nichts weiter als Lug und Trug. Das Wichtigste befindet sich im Tresor, Watson. Okay. Tresor. So, ordnen Sie Kugeln für jeden Drehbuch. Wie mache ich das? Wie mache ich denn das? Ey, das ist scheiße. Hier kann ich gar nichts machen. Hilfe. Ach so, okay. Nur eine Farbe, okay. Wie mache ich das denn? Wie soll ich die denn voneinander trennen? Wie will ich denn die rote jetzt da rauskriegen? So. Ich sagen, ich mache erstmal die Grünen dahin. So. Ich glaube, das mache ich im Moment richtig. So. Nein, da muss ich nochmal zurück. Ich will ja die blauen da rauskriegen. Ach, scheiße. Soll ich die rote vielleicht auch mal mitnehmen? So, grün. Dazwischen. Jetzt muss ich nur noch irgendwie die blauen da rauskriegen. So.
So. Hilfe. Ich hab's so gut wie geschafft. Blauen muss ich jetzt alle hintereinander. So. So. Hier, ich habe gefunden, wonach ich gesucht habe. Zeigen Sie mir die Akte, Holmes. Das ist nicht nötig, Watson. Das ist eine Akte über Sie, nicht wahr? Ist sie so brisant, dass Sie es nicht wagen, sie mir zu zeigen? Sie sind hierher gekommen, um die Ergebnisse der Nachforschungen, die Richter Beckett über Sie angestellt hat, zu stehlen, Holmes? Das war wohl das Einzige, was Sie interessiert hat. Wir werden sehen. Aber jetzt müssen wir erst einmal wieder alles zurücklegen. Niemand darf wissen, dass wir hier waren. Helfen Sie mir. Setzen Sie die Ruder zurück an Ihre ursprüngliche Position, während ich mich um den Rest kümmere. Beeilen Sie sich. Was? Aber... Machen Sie... Wegen Ihnen müssen wir wie Kriminelle weglaufen. Und nicht nur das. Wir gehören jetzt wohl selbst zu diesem Gesindel. Ich hoffe nur, dass sich das Risiko am Ende auszahlt. Zeigen Sie mir die Akte, sofort. Wir müssen so schnell wie möglich eine Droschke finden. Hier können wir nicht bleiben. Warum haben Sie es so eilig? Sie... Moment, sehen Sie dort drüben. Richter Beckett. Ja, das ist er. Gehen wir zu ihm. Arschloch. Es ist zu spät. Tun Sie, was Sie wollen, Holmes. Aber ich brauche eine Erklärung für das, was in diesem gesicherten Raum war. Ich gehe. Nein, bleiben Sie hier. Das ist ein Befehl. Sie können befehlen, was Sie wollen. Ich werde mit Richter Beckett sprechen und Sie können mich nicht daran hindern. Watson! Watson! Geht es Ihnen gut? Mein Gott! Was ist passiert? Shit! Lucy! Oh, Lucy, das arme Mädchen. Ich muss etwas tun. Holmes, ich brauche Ihre Hilfe! Tut mir leid, Watson. Ich muss jetzt leider gehen. Gehen? Was soll das? Holmes! Kommen Sie sofort zurück! Holmes! Holmes, sind Sie hier? Zeigen Sie sich! Nein, niemand. Vielleicht ist es auch besser so. Ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte. Einfach entsetzlich. Die arme Miss Lucy zwischen Leben und Tod. Zum Glück konnte ich dafür sorgen, dass sie jetzt in guten Händen ist. Aber woher zum Teufel hat Holmes gewusst, dass da eine Bombe war? Außerdem kam ihm diese Tragödie ganz offensichtlich sehr gelegen. Kein Richter Beckett mehr, keine belastenden Dokumente mehr, keine Beweise.
gar nichts. Sieht alles nicht gut für Holmes aus. Watson denkt, dass er das alles war. Das ist natürlich alles logisch, aber... Ja, aber ich würde sagen, ich bin fies und beende hier den Part, beziehungsweise die Aufnahme. Und dann suchen wir im nächsten Part einfach mal Holmes und fragen ihn, was das sollte. Warum er einfach abgehauen ist. Aber, wie gesagt, wir sehen uns dann im nächsten Part. Ich hoffe, ihr seid dabei. Und ich sage euch bis dahin, hau da rein. Ja. Abmoderieren kann ich auch nicht mal richtig, was denn heute los sei. Hau da rein und tschaußen.